Hallo, ich stehe hier gerade mit Marcella Maria EOW und sie cosplayt anscheinend Tempest Jenner. So, ich hätte eine Frage an dich. Aus was besteht dein Cosplay? Mein Cosplay besteht hauptsächlich aus Warbler, also Warblers Finest Art. Ich habe den Stab zum Beispiel aus so einem Kabelrohr gemacht und hier oben drauf sind so einfach so Geschenkboxen. Diese Teile habe ich zum Beispiel aus Draht gemacht mit Pappmaché und damit Warbler ummantelt. Ja, und alle anderen weiteren Teile auch mit Warbler, Moosgummi und dann angemalt. Wie teuer war das so insgesamt? Ich habe jetzt ungefähr knapp über 300 Euro schon für die Materialkosten ausgegeben. Klar, es sind immer noch so ein paar Sachen, die man immer wieder verwendet. Ne? Also so Kleber oder Pinsel und sowas. Das sind Sachen, die braucht man auch für andere Cosplays dann noch. Also ungefähr so 300 Euro, würde ich sagen. Okay, und warum hast du dich für das Cosplay entschieden? Ich habe schon ein anderes Cosplay gemacht, Kitty Cat Katarina, auch von League of Legends. Die habe ich gecosplayt damals, weil es mein erster Champ war, den ich gespielt habe. Und jetzt wollte ich natürlich noch ein League of Legends Cosplay machen, weil das mein Lieblingsspiel ist und ich fast nur dieses Spiel spiele eigentlich. Und dann dachte ich mir, ich bin Main Support, also meine Hauptrolle ist Supporter. Und dann dachte ich mir, Jenna ist dein Lieblingssupport, warum machst du nicht mal Jenna? Ja, und dann habe ich mir den Skin ausgewählt, weil ich den eigentlich recht am coolsten fand. Den normalen Skin fand ich auch ganz cool, aber ist mir doch ein bisschen zu hell von den Farben her gewesen. Ja, und das war dann mein Lieblingsskin, also habe ich den ausgewählt. Und wie lange hast du ungefähr dafür gebraucht? Ich habe bis heute Morgen 4:30 noch dran gesessen, weil ich ein bisschen spät angefangen habe. Ich habe jetzt, ich kann es nicht genau sagen, aber über 50 Arbeitsstunden auf jeden Fall. Ich habe jetzt 3 Tage ungefähr am Stück durchgearbeitet, alles gemacht. Und vorher hatte ich die einzelnen Teile aber schon aus Warbler, also die Kleidungsstücke, sagen wir es mal so, hatte ich schon aus Warbler hergestellt, ja. Wofür hast du so im Grunde genommen am längsten gebraucht? Wofür habe ich am längsten gebraucht? Also ich habe vorher noch nie mit Warbler gearbeitet, deswegen war es auch ein bisschen schwierig am Anfang. Ich musste mir ein paar Videos angucken und so, bis ich das hinbekommen habe, wie ich das wollte. Das Oberteil an sich zu erstellen hat 8 Stunden gedauert, nur aus Warbler. Also ich habe den ganzen Tag gesessen, das gemacht. Ja, und das ganze Anmalen, klar, das trocknet. Das Anmalen an sich dauert nicht so lange. Grundieren geht relativ schnell. Ja, also schon so das Oberteil war so mit. Und der ganze Stab insgesamt, der hat, das ganze Zusammenbauen war auch schon ziemlich zeitbeanspruchend. Das ist aber auch nicht die erste Convention, auf der du bist, oder? Nein, ich war letztes Jahr schon auf der Gamescom, 4 Tage lang als Kitty Cat Katarina. Und auf der Konichi in Kassel war ich auch 2 Tage auch als Katarina. Das ist jetzt meine 3. Convention. Okay, dann bedanke ich mich bei dir, wünsche dir noch einen schönen Kontag. Hoffe, dass es nicht nochmal anfängt zu regnen. Und ja, viel Spaß noch. Dankeschön.